Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch hallo an alle Duftfreunde. Ja, heute gibt es ein Unpacking von verschiedenen Paketen. Ich hatte ein bisschen was Neues bestellt und habe eigentlich geplant, es heute in die Bücherwoche zu packen. Aber heute gibt es keine Bücherwoche, wie ihr seht, denn ich lese an einem Wälzer, wo ich einfach schon vorher wusste, ja, dass ich den neuen King wahrscheinlich eher so in 10, 12 Tagen gelesen bzw. gehört habe. Und dementsprechend dachte ich, ja, was macht uns vielleicht neben der Bücherwoche auch noch Spaß? Es sind die Düfte. Und ich hatte in dem kleinen Video, was ich euch gleich einblenden werde, schon die Herbstdüfte von Yankee Candle bestellt und ausgepackt. Das ist der Hund, wenn er vor der Katze wegrennt. Und ich habe jetzt aber noch die Winterdüfte, alle vier von Yankee Candle bestellt. Ich habe zwei Düfte von meiner Wunschliste bestellt, die auch eher so Spätsommer winterlich angehaucht sind. Und ich hatte ja in Berlin mir auch einen herbstlichen Duft bei TK Maxx gekauft. Und ich denke, das packen wir hier so ein bisschen rein. Ich mache Zeitstempel bezüglich Herbstdüfte, Winterdüfte und sonstige Düfte. Das heißt, wenn euch da irgendwas interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Und ich gebe euch hier im Grunde immer nur so die ersten Eindrücke, die kalten Eindrücke wieder. Das ist hier ein Gehüpfe rechts und links. Das ist echt sehr schön. Wenn die beiden miteinander spielen, das ist... ja, es macht richtig Spaß. Also die Zeitstempel unten in der Infobox. Die Herbstdüfte habe ich bei Time and Light bestellt. Da habe ich nur die Wachscrumbs bestellt, weil die Herbstdüfte, soweit ich das gesehen habe, die nicht irgendwie in Tartform oder Meltform gibt. Die Winterdüfte sind aber alles jetzt die neuen Melts und auch die sonstigen Düfte. Zweimal Melts und einmal ein kleines Glas. Aber wir fangen ja so ein bisschen jahreszeitchronologisch an und ich zeige euch jetzt erst die Herbstdüfte von Yankee Candle. Bei mir sind heute die vier neuen Herbstdüfte von Yankee Candle eingezogen. Und ich dachte, beim ersten Schnuppern nehme ich euch mal mit und packe es in die Bücherwoche mit rein. So haben wir das ja letztens auch mit ein paar Düften gemacht. Ja, die Herbstkollektion ist von Yankee Candle da. Es gibt vier Düfte, die mehr oder weniger herbstlich klingen, sagen wir mal so. Und ich war schon sehr, sehr neugierig, besonders auf drei der vier Düfte. Leider gibt es die Düfte nur im mittleren und großen Glas, soweit ich das gesehen habe. Ich habe keine Tarts Melts finden können und ich selbst habe dann bei Time and Light bestellt. Dort kann man ja auch immer wunderbar sozusagen diese Wachscrumbs bestellen. Das sind immer 22 Gramm und kosten 1,20, 1,30. Und ja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, ich habe hier für, keine Ahnung, nicht mal 8 Euro bestellt und das Porto, ist das wirklich? Aber ja, ich möchte die Düfte probieren, denn wenn mir einer der Düfte so gut gefällt, möchte ich natürlich dann eventuell auch ein Glas bestellen, vielleicht das mittlere Glas. Und das, ja, na, bis ich irgendwann mal irgendwo hinkomme, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, die man aufmachen kann. Ich kann Time and Light wirklich nur empfehlen. Ich habe da schon einige Bestellungen gemacht, auch Gläser mit bestellt, aber in der Regel bestelle ich hier wirklich auch sehr gerne die Wachscrumbs, vor allem um eben Düfte auszuprobieren, weil ich habe hier keinen Shop, nichts in der Nähe, wo ich mal schnuppern könnte. Aber es gibt, ja, erstmal vier Düfte. Es gibt Autumn Nature Walk, Rechts-Links-Schwäche. Ja, ist so ein grünes Wachs, hat ein, ja, wie ich finde, ganz schönes Label. Dann haben wir einen Golden Autumn. Der hat dann auch so, ja, das sieht man vielleicht jetzt, ja, doch, man sieht's. Hat, ja, Sonnenblumen, Gerbera vorne drauf und ein gelbes Wachs. Dann habe ich Apple Sweet and Fig. Also hier haben wir natürlich Apfel und süße Feige. Ach, ich mag Feigenduft super gerne. Und das hat eher so ein rötliches Wachs. Und dann kommen wir zu dem wohl frischesten. Und ich glaube, das ist auch der, der mir schon so in die Nase gestiegen ist. Soft Wool and Amber. Also Wolle und Amber. Und da, das war tatsächlich der Duft, den ich nicht so unbedingt interessant gefunden hätte. Weil ich eben kein Amber-Fan bin. Aber... ich dachte, der Vollständigkeit halber probieren wir das einfach mal aus. Ja, mit dem starten wir auch einfach. Also weißes Wachs, Soft Wool and Amber. Fand ich ganz niedlich. Ich mag manche frische Düfte ganz gerne, aber ich glaube, ja, der ist schon sehr amberig. Also man riecht definitiv die Orange, man riecht einen Hauch Jasmin. Es ist irgendwie noch was Blumiges. Man riecht natürlich das holzige Sandelholz. Das Kaschmir, das typische Kaschmir, was man rausriecht, man riecht einen Hauch Vanille. Ja, aber ich glaube, der Amber, ja, da ist noch irgendwas Blumiges. Sind das vielleicht Maiglöckchen? Ach, ich hätte mir mal rausschreiben sollen, nach was das duftet. Das könnten Maiglöckchen sein. Also ich finde ihn nicht schlecht. Das Amber, ja, ich habe es ein bisschen kritisch gesehen, aber ich finde, dass so das Orangige, ja, das Blumige, die Vanille, das Kaschmir, ja, steckt mir direkt in den Hals. Also ich finde ihn nicht schlecht.
Er ist besser, als ich erwartet habe. Mal sehen, wie er mir dann warm gefällt, ob sich das Amber dann vielleicht noch ein bisschen hinter der Vanille versteckt. Das kann man ja dann einfach mal ausprobieren. Ja, bin ich gespannt. Soft Rule and Amber. Dann ja, zum Favoriten, wo ich dachte, der kann eigentlich nur gut sein, ist Apple and Sweet Fig. Ich mag Äpfeldüfte, ich mag Feigendüfte. Es war auch, glaube ich, nichts drin, was mich irgendwie gestört haben könnte. Na, manchmal hat man ja... Ach, der ist schön. Ja, der riecht recht lecker. Also rote Äpfel, vielleicht so ein Hauch Beeren, vielleicht Johannisbeeren, Erdbeeren. Man riecht den Zucker, man riecht die Feige. Also man hat so dieses Marmeladige, vielleicht auch ein Hauch Vanille. Aber man riecht ganz deutlich Apfel, Feige, Johannisbeeren, Erdbeeren. Irgendwie was in die Richtung. Ach, man riecht das echt gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Besonders, weil ich hier das Gefühl habe, nicht so richtig den Apfel selbst zu riechen, sondern diese Schälen. Also die Schale vom Apfel riecht ja noch mal eine Spur anders. Versteht ihr, wie ich das meine? Oh mein Gott. Ja, gefällt mir gut. War aber auch zu erwarten, dass das ein Duft sein könnte, der mir gut gefällt. Da freue ich mich auf jeden Fall aufs Düfteln. Dann kommen wir zu dem grünen Duft. Und der klang super spannend. Allerdings hatte der, soweit ich mich erinnere, Lorbeerblätter enthalten. Und das konnte ich nicht so richtig zuordnen. Also der Autumn Nature Walk. Also man hat natürlich etwas Waldiges, und aber mit den Lorbeerblättern, das konnte ich nicht so greifen. Ja, ich weiß nicht. Was könnte da noch sein? Bergamotte? Ja, das könnte ich auch gelesen haben. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe mir sie ganz kurz mal angeschaut. Also man riecht auf jeden Fall, also man hat das Gefühl Wald. Man hat nassen Wald, nasses Moos, Gras. Und es müsste tatsächlich einfach, weil ich mich an dieses Lorbeerblatt so erinnere, ohne zu wissen, wie es eben riecht, vielleicht ist das, was hier so dieses würzige, scharfe, es ist irgendwas Holziges noch drin, es hat was Wässriges, also es könnte der Regen oder irgendwie so sein, das ist faszinierend. Also wie man echt irgendwie nasses Moos riecht, das ist total verrückt. Und es hat halt das Holzige, also ich vermute mal, ein bisschen Sandelholz könnte da... Ein Schuss Bergamotte. Ich bin mir nicht sicher. Also, ja, ich wusste nichts mit Lorbeerblatt anzufangen. Es ist okay. Man muss mal gucken, wie der sich warm entwickelt. Und ja, an alle, die vielleicht seltener düfteln, es ist schon häufig so, dass warm einfach nochmal ein Duft ganz anders funktioniert als kalt. Je nachdem, was dann eben bei den warmen Düften sich nach vorne an die Duftkomponente setzt. Aber... Ja, ist mal ein spannendes Wachs, also es ist mal ein ganz anderes Grün. Ja, Autumn Nature Walk, also ist ein Versuch wert. Würde ich jetzt vom ersten Schnuppern nicht unbedingt sagen, dass es irgendwie ein Favorit werden könnte. Und dann haben wir noch den letzten Duft. Das ist der, auf den ich mich eigentlich mit am meisten auch gefreut habe, neben dem Apfelduft Golden Autumn. Da haben wir ja Sonnenblumen vorne drauf und Chrysanthemen und Cinnus Gerbera. Wobei, die gibt es, glaube ich, eher im Frühling. Wunderschönes gelbes Wachs. Ach, ja, die gefallen mir, also der Duft gefällt mir. Also ich weiß immer nicht, Sonnenblumen riechen für mich immer nicht nach nichts, aber es riecht sehr blumig, es hat was Zitrisches, es hat definitiv Blumen. Ich weiß nicht, bei den Blumen bin ich immer nicht so bewandert, also Chrysanthemen könnten so riechen. Ich hätte jetzt vielleicht tatsächlich so ein bisschen Dahlien in Überlegung, die ich auch in meinem Garten habe, das kann ich immer ganz gut zuordnen. Es riecht auch nach Gras, es könnte ein Hauch... dieses wohlige Patchouli sein. Ah, ist da was von Moschus? Ja, könnte durchaus sein, so ein bisschen diese Strenge zu dem Gras. Das klang jetzt so böse, aber ihr wisst. Ja, also finde ich gut. Es hat das Blumige, so wie ich das auch ein bisschen erwartet habe. Es hat so diesen goldenen Herbst. Also gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ich würde jetzt wirklich sagen, der Apfel-Feigenduft ist, glaube ich, so aktuell mein Favorit. Aber die anderen werden auf jeden Fall ausprobiert. Und besonders spannend bin ich natürlich auch auf den frische Duft sozusagen, ja, wie das mit dem Amber so sein wird. Ja, da haben wir diesmal einen frische Duft, ja, im Grunde zwei blumig, ja, notige Düfte und ein Food and Spice, wenn man beim Apfelduft so möchte. Also, ja, ich bin ganz überrascht dann doch, wie unterschiedlich die so ein bisschen waren, auch so ein bisschen von der Wahrnehmung. Gefällt mir das immer ganz gut. Ja, dann mache ich es mir jetzt natürlich mit den Düften im Herbst auch ganz schön. Und ja, bin gespannt, ob ihr vielleicht einen der neuen Herbstdüfte auch schon ausprobiert habt. Und dann können wir uns ja gerne ein bisschen über die Düfte unterhalten oder auch über die Wachscrumbs. Ja, ob ihr die vielleicht auch schon mal ausprobiert habt. Und ja, jetzt gebe ich das Wort sozusagen an die Steffi von später.
Und nach dem Herbst folgt wohl der Winter, so muss es heißen. Und es gibt ja vier Winterdüfte von Yankee Candle, die ich in der Melt-Form bestellt habe. Ich muss aber sagen, dass mir diesen neuen Melts oder Tarts gar nicht gefallen. Also ich finde die Verpackung mehr als unpraktisch, dass man die so hinstellen kann. Es ist wahnsinnig viel Plastik. Ich finde die tatsächlich nicht schön. Und es ist halt wieder ein ganzer Klops. Nicht wie bei anderen, wo man zum Beispiel einfach 6 Stückchen hat. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich Leute gibt, die das ganze Melt in die Duftlampe packen. Also bei mir ist das in der Regel Maximum ein halbes, lieber eigentlich ein Viertel, um es auszuprobieren. Aber ich denke, wir starten jetzt einfach mal. Das ist ja nur so ein bisschen. Ja, ich fand die alten Melts, auch wenn sie von der Verpackung nicht viel schöner waren, aber irgendwie zumindest nicht so viel Plastik. Das muss man tatsächlich sagen. Man sieht hier so ein bisschen, dass wie es aussieht, also wie auch das Glas aussieht. Man kann hier vorne, glaube ich, auch dran riechen. Wobei, es waren so viele Düfte im Paket. Ja, der erste Duft ist der Snow Globe Wonderland, also ein sehr schönes, sehr schöne Optik, hat ein weißes Wachs und das war, glaube ich, einer, auf den ich mich sehr gefreut hatte, weil der, ja, Minze hat, absolut, die eisige Minze, richtig toll, man riecht auch den Salbei, finde ich gut, es hat auch was Eukalyptisches, Frisches, ich finde den richtig toll, also gefällt mir gut, es hat was Holziges, ich weiß nicht, es ist irgendwas Holziges auf jeden Fall mit drin, aber ich finde die Minze und das Eukalyptus definitiv sehr vordergründig. Salbei, es hat was Pfeffriges, aber es könnte wahrscheinlich eher Muskat sein. Finde ich toll. Also riecht wirklich wie, man geht nach draußen und hat so eine frische Brise im Winter. Finde ich richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Es ist so ein bisschen noch was Gewürziges drin. Ich weiß nicht, ob das die Muskat ist oder ob da noch was anderes drin ist. Gefällt mir sehr gut. Ist, finde ich, tatsächlich perfekt. Vielleicht jetzt nicht für den Wohnraum, aber fürs Büro zum Beispiel oder vielleicht auch für ein Schlafzimmer, das so ein bisschen frisch riechen soll. Ich glaube, da ist es wirklich ein toller Duft. Und das ist jetzt halt der Nachteil. Jetzt kann man es halt auch nicht mal mehr irgendwie zumachen. Man braucht da auf jeden Fall ein Tütchen. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Dann kommen wir zu Spoon Sugar Flurries. Den fand ich auch super spannend. Ich bin ja ein Food and Spice Fan und mag diese Düfte ja wirklich besonders gern. Finde auch das Label ganz schön. Ich weiß nicht, haben die jetzt eigentlich alle? Nee, hat auch so ein weißes Wachs, aber die haben schon auch unterschiedliche. Das riecht gut. Das ist eine wahnsinnig tolle, fruchtige Mischung. Es hat was Grünes und was sehr Süßes. Ich finde das toll. Das finde ich sehr spannend. Also ich finde, man hat so Ananas, man hat was Zitrisches, vielleicht ein bisschen Apfel. Dann hat man so das Süße von Zucker, Sahne. Und dann kommt aber auch so eine blumige Note. Ja, das könnten tatsächlich Jasmin sein. Finde ich spannend. Finde ich sehr spannend. Das Obstige und dann kommt das Florale. Finde ich toll. Und dann trotzdem das Süße von Sahne und Zucker. Vielleicht noch ein Hauch Holz. Da bin ich immer nicht so gut, was für ein Holz. Aber das finde ich gut. Gefällt mir die Mischung. Ich weiß noch nicht, wie sie warm ist, ob sie vielleicht zu blumig wird, wenn sie warm ist. Aber so im Kontext finde ich jetzt das Florale unter dem Obstigen auf jeden Fall sehr schön. Also finde ich einen ganz spannenden Duft und bin da sehr gespannt, wie dann warm eben die Unterschiede auch sein werden. Dann kommen wir zu dem Duft, der, glaube ich, so mein Favorit vom Lesen her war, und zwar der Peppermint Pinwheels. Ich bin ein Minze-Duft, das habe ich vorhin schon beim Snow Globe Wonderland gesagt, und der hat mich auch von der Farbe an dem Peppermint Candy oder irgendwas erinnert, und dann dachte ich, ach, das wäre doch schön, wenn wieder mal sowas in die Richtung da wäre. Oh, der ist schön. Ja, der ist schön. Also wir haben hier, das ist definitiv auch ein Food and Spice Duft, wir haben hier die Pfefferminze, wir haben hier auch dieses Deftige von so Popcorn und mit der Butter und dann Zucker drüber. Oh, das riecht echt toll. Auch so ein bisschen Vanille, Hauch Schoko und halt wirklich diese Minze. Also es ist wirklich toll. Und man hat wirklich das Gefühl, es ist so Minze über Popcorn mit Butter und Schlag und Vanille. Toll. Der gefällt mir echt mega. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Also das ist wirklich eine schöne Mischung. Also der, finde ich richtig toll. Peppermint Pinwheels, da bin ich sehr gespannt. Das scheint tatsächlich auch direkt eigentlich ein Gebäckstück zu sein. Ich kenne die jetzt nicht, aber wahrscheinlich im deutschen Raum oder europäischen Raum nicht so bekannt. Finde ich aber super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der letzte Duft,
war dann tatsächlich der, den ich ein bisschen am schwierigsten fand, weil der mit Zitrus irgendwie angefangen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist der Winter Night Stars. Das ist, glaube ich, auch ein frischer Duft mit so einem blauen Wachs, aber auch ein sehr, sehr schönes Label, wie ich finde. Und da war ich glaube, es war tatsächlich auch Zitrone, die an erster Stelle stand. Ja, das ist schon sehr zitrisch. Es hat aber auch einen Hauch Eukalyptus. Also es kommt so dieses Frische hinten nach. Es könnte auch so ein Hauch Rose drin sein. Irgendwas Holziges. Ja, es ist nicht so mein Duft. Also der Zitrus ist schon sehr weit vorne und ich weiß nicht, diese Rose, das ist auch nicht ganz so meins. Ich weiß nicht, gefällt mir nicht so gut. Auch das mit dem Eukalyptus. Nee, also der, ja, war schon fast so ein Gefühl, dass der wahrscheinlich nicht mein Favorit wird. Gefällt mir tatsächlich nicht so. Aber gut, es kommt demnächst ein düfteliges Paket bei mir an, Wanderpaket. Vielleicht gebe ich den dann auch einfach direkt weiter. Also da muss ich ihn auch gar nicht ausprobieren warm. Dann ja, möchte ich das gar nicht weiter haben. Ja, das waren die vier Winterdüfte von Yankee Candle. Drei auf jeden Fall richtig, richtig toll. Und so ein ganz kleiner Favorit hat sich mit Peppermint Pine Wheels auf jeden Fall herauskristallisiert. Der Flop ist dann eher der Winter Night Stars. Aber ja, ein bisschen schade. Aber ich hatte das schon so im Gefühl. Könnte mir aber zumindest bei dem Peppermint Pinwheels und auch dem Snow Globe Wonderland durchaus vorstellen. Vielleicht zieht da doch noch so ein kleines Gläschen irgendwie bei mir an, weil die echt gut waren. Also schauen wir mal, wie sie warm sind. Und ja. Machen wir jetzt weiter mit den sonstigen Düften aus der Duft- und Raumbestellung. Zum einen von Cheerful Candle, der Island Breeze. Und da hat mich natürlich das Label total gecatcht. Ich habe von Cheerful Candle immer mal wieder Düfte. Habe mich jetzt hier auch für die Melts entschieden. Und der Duft war reduziert. Ich vermute einfach mal, weil der Sommer vorbei ist. Zumindest scheinbar bei Duft und Raum. Bei mir ja noch nicht. Oh, und der ist echt toll. Ja, der riecht lecker. Ich hatte so erwartet, dass er ein bisschen in Richtung Fiji geht, weil er auch so nach Paradies riechen sollte, aber das macht er nicht. Aber es riecht, ja, es riecht sehr tropisch. Ach, ich finde den richtig toll. Also man hat Ananas, man hat Kokos, man hat irgendwas Blumiges, vielleicht ein bisschen Zitronengras mit drin. Wir haben so diesen Hauch Meer, das finde ich richtig toll. Und ich weiß nicht, da ist noch vielleicht Banane. Also ist noch was Grünes dabei. Ach, finde ich toll. Gefällt mir sehr gut. Auch weil ja das Zitrische nicht so im Vordergrund steht. Ich denke, deswegen müsste es Zitronengras sein, nicht die reine Zitrone. Finde ich toll. Ananas, Kokos geht bei mir immer. Der Hauch von Meer. Ach, das ist toll. Also wie das auch immer wieder eingefangen wird. Also dass man wirklich hier steht, riecht und denkt, es könnte jetzt tatsächlich auch der Hauch im Paradies sein. Finde ich toll. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Wird auf jeden Fall jetzt nochmal im Spätsommer, im Frühherbst bei mir gedüftelt. Auf den freue ich mich. Und da er ja reduziert ist, vielleicht gönne ich mir dann ein Glas, wenn er gut riecht. Ja, und dann Country Candle, ein Duft, der schon lange, lange, lange auf meiner Wunschliste steht, der in ein, zwei Düftegruppen immer wieder für Hype sorgt. Und ich den aber immer mal wieder so auf der Wunschliste hatte, aber irgendwie nie zum Bestellen kam, weil er gefühlt immer wieder ausverkauft war. Und zwar von Country Candle, Baby, It's Cold Outside. Und der schrie so, bis auf eine Komponente, da war auch wieder Zitrus drin, so meinen Namen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde ihn gut. Er kommt nicht so an meine Erwartungshaltung ran, aber man riecht dieses Beerige. Es hat eine richtig schöne süße Note. Man hat hier, glaube ich, Brombeeren was mit drin. Vielleicht ein Hauch Vanille. Dann kommt was Holziges. Dann kommt so was Cremiges. Ich finde ihn richtig schön. Der gefällt mir richtig gut. Also, ich habe ihn mir anders vorgestellt. Aber ich mag dieses Beerige und dann gleichzeitig ein bisschen Vanille und Holz. Und ach, das ist eine schöne Mischung. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, weiß noch nicht so richtig, was das mit Baby It's Cold Outside zu tun hat. Aber ich finde ihn richtig toll. Gefällt mir. Der wird auf jeden Fall auch demnächst warm gedüftelt. Und dann kommen wir zum letzten Duft. Und das ist ein Duft, den ich in Berlin mitgenommen habe bei TK Maxx. Und zwar ist das eine DW Home Kerze, Glas. Und zwar Pumpkin Butter. Butter wahrscheinlich. Und ja, der hat hier oben auch diesen coolen Deckel. Also ist auch ein kleines Glas. Hat 4,99 € gekostet. Wie viel ist da drin? Ist wahrscheinlich unten überklebt, aber egal. Ich dachte, Pumpkin-Düfte gefallen mir immer wieder gut und mir hat auch der im TK Maxx sehr gut gefallen. Also schön ist natürlich im TK Maxx, man kann auch einfach direkt schnuppern und man muss schon dieses Gewürzige von diesen Kürbisdüften mögen. Ich finde aber, dass man hier diese Butter so mit drin hat, so dieses Geschlagene,
hat das etwas ganz Weiches. Und das hat mir wahnsinnig gut im TK Maxx gefallen. Ich hatte ihn jetzt noch nicht warm irgendwie an. Für mich waren es jetzt bisher halt auch immer nur die Sommerdüfte, die noch an waren. Aber der ist richtig toll. Der gefiel mir da schon beim ersten Schnuppern, beim zweiten Schnuppern. Da habe ich gesagt, so, das kleine Glas nehme ich mit. Also es ist wirklich kein großes Glas, wie man sieht. Ne? Und für 5 Euro absolut okay. Ich habe auch noch einige Pumpkin-Düfte aus dem letzten Jahr da. Dementsprechend gehen mir die im Herbst in der Regel auch nicht aus. Vor allem, weil ich wirklich bei Kürbisdüften so ein bisschen Lust haben muss. Ne? Also, das geht nicht immer. Aber der mit dem Butter dahinter, ach, ich finde ihn richtig toll. Also, der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Zudem finde ich das Glas auch optisch ja, richtig schön und auch der Deckel, also richtig toll. Also, wenn ihr da mal irgendwie Düfte sucht und einen TK Maxx in der Nähe habt, schaut da einfach mal. Ich glaube, da kann man wirklich auch Schnäppchen machen und eben halt auch einfach vor Ort düfteln, was es immer leichter macht, weil da hätte ich mir vielleicht den ein oder anderen Duft ja auch ein bisschen gespart. Also auch aus dem Herbst Unpacking war ja ein Duft dabei, den ich so ein bisschen kritisch gesehen habe. Und hier jetzt auch der Winter Night Stars. Den hätte ich wahrscheinlich beim einfach mal anriechen auch nicht mitgenommen. Aber gut, es gibt ja zum Glück ja, genügend liebe Menschen um mich herum, die auch düfteln. Beziehungsweise auch von Anka, wenn das düftelige Wanderpaket dann eingeht, werde ich auf jeden Fall jetzt zumindest schon mal einen Duft haben, den ich auf jeden Fall weiter tauschen werde. Und ja, das ist ja auch nicht schlecht. Und das war's jetzt von mir. Sagt mir mal gerne, was bei euch gerade noch düftelt. Seid ihr noch so ein bisschen im Spätsommer oder schon im Frühherbst, Herbst angekommen? Oder gar Weihnachtsdüfte? Da fangen ja auch viele schon ganz früh an mit Lebkuchen und so weiter. Und die Katzen und Hunde drehen hier am Rad. Macht euch keine Gedanken. Man muss sich nur vorstellen, wenn da so ein 30 Kilo schwerer Hund rumhüpft, macht das natürlich dementsprechend Gas. Und die Katze, ja, knurrt hier vor sich hin und kommt jetzt auch. Das ist großartig anzuschauen. So eine kleine Mies mit gerade mal 5 Kilo, na, und der 30 Kilo Hund huscht weg. Ach, das ist schön. Ja, aber ich rede hier nur. Vergiss das einfach. Ja, erzählt mir gerne, was bei euch schon so ein bisschen düftelt, ob ihr gerade irgendwie auch einen Favoriten für euch entdeckt habt, ob ihr schon an den neuen Düften geschnuppert habt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Nächste Woche kommt dann wieder eine Bücherwoche und wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles, düfteliges Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.